Nee, nee, du willst bei mir gar nichts ausprobieren. Doch, doch, will ich jetzt mal. Pass mal auf, ich komm jetzt. Willst du nicht. Ich komm da mal hin. Da gehe ich auf Tauchstation, Kollege. Du brauchst nicht tauchen gehen. Nein. Nein, alles gut. Du brauchst nicht tauchen. Schieß dich aus der Luft. Nee, lass mal bitte. Lass doch mal wenn, bitte. Wenn du schon sagst, du willst was ausprobieren. Ja, ich möchte doch nur mal was ausprobieren. Ja, genau. Genau das macht der mir will doch nur Angst. Spielen. Ja. Wo bist du eigentlich geblieben? Verrate ich dir nicht. Hast du alles weggeschleppt oder nicht? Doch, da hinten. Ah, ich sehe dich. Alles gut. Alles gut. Mach das ruhig, du bekommst meine Erlaubnis. Sehr schön, Schnecke. Ja, Major. Major, lieben gerne. So, bleib mal stehen, bitte. Weil ich nicht weiß, was du vorhast. Hier, dein Biber wacht gleich auf. Also A, nicht mein Biber, B, unser Biber. Wenn, dann wacht unser Biber. Unser Biber, fast auf. So, komm mal her, warte mal. Hier, da ist ein Dilo, den hast du gerade mal so zwangsgetamed, ja? Ja. So, bleib mal eben stehen. Da ist ein Dilo, da ist ein Dilo. Bleib doch mal eben stehen. Okay. Bleib mal bitte stehen. Wie funktioniert das jetzt? Willst du die Handschellen ausprobieren lassen? Ja, die will ich ausprobieren. Das denke ich mir. Okay. Weiß nicht, funktioniert das nicht? Ach, hier, das kannst du bloß, ja, das kannst du bloß bei einem machen, der schläft. Das ist ja schade. Ja, los sie dann, würde ich sagen. Gute Nacht. Nee, ich brauch das nicht. Nein. Ich bestimmt diesmal nicht. Nein. Ja, du Saubär. Nein. Nicht auf mich schießen. Nein. Warum nicht? Nein. Scheiße daneben. Okay. Nichts machen. Warum? Nee, weil ich das nicht möchte. Ach so, aber ich möchte das, meinst du? Boah, ey, ich schlaf gleich wirklich schon. Das ist. Ja, toll! Sehr schön. Das kommt ja auch so richtig cool. Das sowas ich sehe nichts sowas. Mehr, außerdem sauf ich gerade ab. Okay, wie kann ich dich ziehen? Gar nicht. Nee, gar nicht. Simberisper dabei? Nö. Hab ich nicht, aber ich wach gleich wieder auf. Warte mal kurz. Passt schon. Ich wollte dich jetzt mal hinlegen, weil ich das mal kurz sehen wollte. Das dachte ich, und ich wollte dich jetzt hinlegen, obwohl, jetzt liegst du, ja? Ich weiß aber gar nicht. Remove Handcuffs, ja, okay. Das funktioniert aber anscheinend nicht, ne? Hey. Ja. Ja, okay. Toll. Jetzt liegt er, ja, okay. Jetzt schauen wir mal. Oder funktioniert das vielleicht wirklich nur, wenn derjenige welche schläft? So richtig. Vergiss meinen Schulterfreund nicht, der liegt neben mir. Weil er ist auf aggressiv und ich denke mal, der macht die Flatter. Okay. Ja, ich schlaf ja schon. Wo ist der denn jetzt hin? Mein Schulterfreund, neben mir. Ach, der sitzt da vorne, alles gut. Ja, der ist auf aggressiv. Nee, der ist noch nicht auf aggressiv. Der ist, Du zahlst mir 9, wenn er weg ist. Also das mit den Dingern habe ich irgendwie noch nicht verstanden, mit den Handschellen. Das ist, okay, dann lass mich mal aufstehen, dann probiere ich das mal bei dir, vielleicht habe ich es ja verstanden. Nee, jetzt ist gut, ich will nicht mehr. Oh, toll. Nee. Sah geil aus, wie du umgefallen bist. Das musst du irgendwie auf Offhand, also definitiv, wenn du die erstellst, steht das Ding auf Offhand. Aber ich hab, ich hätte es mir vielleicht durchlesen sollen, wie es funktioniert. Das ist, Jetzt warte mal, vielleicht lese ich es mir mal durch. Also ich hab's jetzt gerade nicht rumgekriegt, keine Chance. Objekt benutzen? Schlafen tust doch eh gerne, Deadman. Objekt benutzen? Na nun lass mal, also das haut nicht hin. Nicht. Die sind irgendwie, das müssen wir uns nochmal in Ruhe angucken.
Okay. Die Handcuffs. Okay, dann schauen wir mal, was macht denn hier der Biber da jetzt? Oder ist der schon aufgestanden und weggelaufen? Nee, der ist noch Biber dabei. Geht's noch ganz gesund. Der Dikorus ist wahrscheinlich dann auch. Leider kann man ein bisschen Narkotics vertragen. Sehr schön. Und ich gehe mich mal ein bisschen abkühlen. Ah, du musst die dem ins Inventar packen und dann benutzen. Echt? Ja. Okay. Lass die, leg die nochmal hin. Nee. Nee. Kann ich das von außen zeigen? Ohne Scheiß. Oh. Hey! Hey. Freundchen. Du suchst Ärger, oder? Wo bist du? Hier. Da! Boah, toll! Ich hab fast den Biber getroffen. Er schläft schon. Gute Munition. Dehydriere. Geh nicht ins Wasser. Jetzt krieg ich da wieder einen ab, ey, und schon liegen. Okay. So, jetzt testen wir das mal aus. Okay, also. Handschellen. Und. Ja. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Komischerweise, bei mir kann ich anklicken, Objekt benutzen. Ja, ja, das funktioniert aber bei dir irgendwie nicht. Das ist keine Ahnung, ob das irgendwie noch schon ein bisschen buggy ist oder noch ein bisschen. Ich kann buggy nur fallen lassen. Kann ich dir nicht sagen. Ist schon etwas komisch. Mehr als komisch. Basti, wie schaut's bei dir aus? Ja, wird gleich. Ich bin gleich wieder wach. Alles gut. Alles gut. Ja, nimm du mal wieder. Ja, lass die einfach im Inventar drin parken. Ja, ich lass die jetzt bei dir im Inventar liegen. Ja, passt schon. Ich hab bloß gelesen, benutzen. Aber wie gesagt, funzt nicht. Also wenn ich selber im Inventar hab, funktioniert's. Ja, ja, bei mir auch. Dann kannst du hier kann ich benutzen machen. Klicken. Aber ich kann die mir halt nicht selber anlegen. Ja, wir wollen einfach mal gucken, ob die ollen Handcuffs auch funktionieren, aber das... Oder muss man dazu... Oder kann man das nicht bei eigenen Tribe-Members probieren? Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Schätze ich fast. Aber das hätten wir ja gleich. Warte mal, ich kann nicht mal aus dem Tribe schmeißen. Nein, machen wir jetzt natürlich nicht. Nein, das probieren wir auf dem Public-Server aus, morgen oder so. Mal gucken. Ja, das probieren wir auf dem Public-Server aus. Schauen wir morgen mal auf dem Public-Server, ob das... Schauen wir vorbei, machen wir ob uns das ein, da funzt. Machen wir uns ein Inventar voller Handschellen. Ja. So. Ja, wenn der Biber dann gleich durch ist, nehme ich den auch mit rüber. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch einen zweiten. ja, die Experten. Die akrobatischen Experten. Sehr schön. Nee, dann schauen wir mal, ob wir dann noch einen zweiten Sattel die Reihe bekommen. Dann haben wir die beiden schon mal dort stehen. Also Klümpchen, oder nennen wir gleich Lümpchen. Lümpchen, hat Elinia geschrieben. Klingt eigentlich ganz süß, oder? Joa. Das können wir machen. Machen wir das. Ja, ist heute irgendwie ganz gechilltes Taming hier, ne? Irgendwie noch, ja. Aber jetzt warte mal. Wir sind ja noch nicht so lange auf Sendung. Na, kann auch kommen, meinst du da? Kann noch ein bisschen Stress kommen, oder wie? Ja. Aber dieser 52er Ketzal, der würde mich doch gleich noch interessieren. Weil gestern ist ja nun in die Hose gegangen und bislang haben wir erst zwei. Drei sollten wir definitiv haben. Wo hast du den denn gesehen? Wie bitte? Du bist gerade am Laggen. Okay, bei mir bist du am Laggen. Ja, dann ist das wahrscheinlich das TS, was wieder laggt. Lass uns mal einmal kurz einen TS-Switch machen, ja? Mhm. Okay, das gehen wir aufs andere TS rüber, ja? Jo. So, da sind wir wieder. Jo. Alles gut. Ich glaube, hier dürfte es jetzt ein bisschen besser sein wieder. Denke schon, ja. So.
Nee, ja, vielleicht wird es heute noch ein bisschen spannender. Mal gucken. Weiß nicht, was wir heute noch machen. Ja, wir müssen mal schauen. Also ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall gleich nochmal nach dem Ketzerl umschauen. Ja. Und wie gesagt, die Taming-Box und die Paarungsbox, die steht noch an, aber die sollten wir ziemlich schnell fertig haben. Ja gut, das sind Bausachen. Das Das sind ist eh Bausachen, das ist eher dein relativ schnell Metier. gemacht. Genau. Das kriegen wir hin. Das machen wir einfach. Ja. Wir machen das Schildkröten haben wir auch noch nicht, einfach. oder? Wolltest du deinen Dilo nicht mal abpfeifen? Nö, der ist eigentlich ganz okay, der läuft hinter mir her. Das passt schon. Der hat Nee, halt ein der Auge auf läuft mich. nirgendwo hinterher, der zappelt hinterher, der ist hier gerade voll am Rumbacken. Ja, der ist halt nervös. Der ist ja Oh, nervös, das schaut genau. jetzt verboten aus, was er macht. Ja, er guckt einfach mal nach, ob alles in Toll. Ordnung ist. Ah ja, okay. Dr. Ne? Dilo. Er guckt einfach mal nach, ob alles in Ordnung ist. Passt doch. Sehr schön. Ich schmeiß mich weg. Naja. Joa. Wollen wir mal nach So. dem Giganotto Ausschau halten? Oder nach dem Giganotorausch, aber ja, da brauchen wir aber extrem viel Gunpowder und Munition, dass wir den gelegt kriegen. Aber probieren können wir es liebend gerne. Was haltet ihr denn davon? Sollen wir einen Giganotto uns schnappen? Schnappen ist gut. Der Dino steht auf Biber, ja. Oh, der ist gleich durch. Ja, den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Level 12 und 5 kriegt sie dazu. Dann sind's schlappe 17. Ja, das ist doch in Ordnung. Fürs Erste. Das ist durchaus okay, ja. Fürs Erste passt das. Ja. Männchen und Weibchen wäre zwar praktischer gewesen. Ja, das hätte Weil, gepasst. ja, weil so müssen wir uns jetzt auf die Suche nach einem Männchen begeben. So, Blümchen hatten wir gesagt, ne? So. Neutral, passiv. So. Dann schnappe ich mir mal wieder Schlappi und fliege dann mal Blümchen rüber. Nee, das hat nicht gepasst. Wieder daneben. Ey, das Ding stellt sich jetzt ja auch gerade falsch hin hier, ne? So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir Blümchen am Haken. Bei Dödi schaut's auch ganz gut Stimmt, aus. Biberia und Biberin, so hatten wir das gesagt. Ja, ich ändere das gleich nochmal ab. Ich ändere das gleich nochmal ab. Biberia und Biberin. Genau, so war das doch. So. Stimmt, stimmt, das kriegen wir aber hin. So, das hier war jetzt Biberli. Biberli hatten wir doch gesagt, ne? Biberli und... Ach, Klümpchen für die Kugel, okay. Klümpchen für die Kugel. Ja, Dann noch nicht nennen so weit. wir... Biberli fand ich aber schon süß, ne? Biberia, Mhm. Biberin. Biberia nennen wir sie jetzt und Biberli lassen wir da vorne, oder? Nee, Biberli ist ja eigentlich Männchen, oder? Nee, doch. Berti, ne? Biberli, Berti. Ach komm, machen wir anders. Die Beria. So. Und die Bärin. So. Jetzt haben wir es. So, mal schauen, ob wir noch einen Sattel hinbekommen.